Hallo und schönen guten Abend und willkommen hier aus Season 32 in Diablo 3. Und ja, unser Season-Thema ist ja aktuell Ethereals und die Ethereals haben sich zu den damaligen Ethereals aus Season 24 ein klein wenig geändert und teilweise auch leider nicht geändert. Es gibt so ein paar Sachen, die wir darüber klären müssen. Das hier sind Ethereals, das ist eine Ethereal Ariox Needle. Das ist die Waffe, die ich haben will. Und zum einen kommen wir mal zu einem kleinen Problem, und zwar nicht geupdatete Legendary Affixer. Und zwar auf dieser Ariox Needle jetzt hier ist der alte Spirit Walk Affix drauf von dieser Nebenhand hier. Diese Nebenhand, der Schurganis Triumph, macht, dass du eigentlich immer im Spirit Walk bist, bis du an den Elite nah ranläufst oder bis du dreimal angreifst. Und du hast im Spirit Walk bis zu 100% mehr Schaden. Das hier ist der alte Effekt, Spirit Walk lasts until you attack or until an enemy is within 30 yards. Quasi derselbe Effekt ohne den 100% Damage Multiplier. Ich glaube, bei Barb gibt es auch noch einen Effekt. Also es gab ein paar Effekte, die nicht geupdatet wurden, die dementsprechend jetzt halt kacke sind. Also ein Worst Roll sozusagen für WD, den man bei keinem Bild gebrauchen kann. Ich glaube, es gibt keinen Fall, wo das irgendwie positiv ausfällt für eine Klasse, wo irgendein genervter Aspekt sozusagen jetzt dann in stärker erscheint als eigentlich auf dem Item, sondern nur in die negative Richtung sozusagen, dass Sachen schlechter erscheinen. So, das ist der erste Punkt, den ich lernen wollte. Dann, mein Altar ist schon voll. Flex, Flex. Ich habe viele Primes gefunden. Und wie ihr es wahrscheinlich hier neben schon seht, wir können Ethereals Primal machen. Mit dem Primal-Rezept könnt ihr aus einem Ethereal ein Ethereal Primal machen. Bedeutet, ihr kriegt dann komplett neue Rolls. Bedeutet, die Passive rollt neu und auch unten der Legendary Affix rollt neu. Alle Effekte sind Maximum natürlich hier, 1000 Intelligenz, 100% Damage, der Waffenschaden ist sozusagen Maximum hier, 15, 10, 100, alles auf Maximum getrimmt. Und quasi, es wird halt neu ausgerollt sozusagen. Es geht natürlich hier mit dem Cube-Rezept auf Seite 11, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Ich mache gleich nochmal ins Primal, weil das Primal hier nämlich kacke ist. Und die färben sich auch so schön rot ein. Ist natürlich jetzt neu, gab es damals in Season 24 auch nicht sozusagen das Cube-Rezept, deswegen interessant, dass das Ganze funktioniert. Bedeutet, hebt euch auf jeden Fall ungewünschte Ethereals, die nicht die richtigen Werte haben sozusagen, auch auf, um die dann Primal zu machen, um dann vielleicht die gewünschten Werte drauf zu bekommen. Und das Ganze ist nicht alles. Was auch funktioniert und was ein bisschen komisch ist, ihr könnt Ethereals auch rerollen. Ganz normal hier Cube-Rezept Seite 2, wie man einfach auch Legendaries rerollt. Kann ich jetzt hier eine Ariox Needle nehmen, die hier, zack, umgerollt. Und das hat damals eigentlich auch nicht funktioniert. In Season 24. Das ist auch neu. Bedeutet, ihr könnt euch einfach irgendwelche Ethereals aufheben, halt, die ihr zumindest braucht, halt hier, die Ariox Needle, verstärkt meinen Spirit Barrage gerade oder meine Zombie-Bären oder so. Deswegen kann ich die einfach auch mit Bounty Mats umrollen, bis ich den richtigen Effekt bekomme und die richtige Passive. Alternativ, wenn ich Primal Mats habe, kann ich das Ganze natürlich auch Primal machen, um halt maximale Werte zu bekommen. Das machen wir jetzt gleich auch einmal und beim Zercraften. Normalerweise kriegt ihr Atem des Todes oder Vergessene Seelen oder Greater Rift Keys raus. Bei einer Primal gemachten Ethereal, keine Sorge, kriegt ihr trotzdem hier Primal Mats raus. Also da kommen immer noch die Primal Mats raus. Gut. Ja. Ich würde sagen, ich mache die hier jetzt nochmal Primal. Nur kurz zum Zeigen, damit das geht. Und ich hoffe, dass ich da auch meinen Spirit Brush Effekt drauf bekomme oder irgendeinen anderen gescheiten. Here we go. Und zack. Ja, Spirit Brush Effekt und Pierce the Veil. Das ist genau die Passive, die ich haben will. Und das ist genau der Effekt, den ich haben will. Damit bin ich mit meinem Ethereal auch schon so durch. Sehr geiles Ethereal. Was ein bisschen schade ist, was ich an der Stelle sagen muss, es nimmt leider so ein bisschen den Grind von Ethereals. Ich bin jetzt hier wahrscheinlich mit meiner Waffe eigentlich durch. Das ist wirklich eine gute Passive. Und ja, genau der Effekt, den ich haben will. Zumindest für den Build hier. Ich habe natürlich noch weitere Builds, die ich spielen will. Ich will noch Zombie-Bären und so spielen, wo ich dann andere Ethereals oder so auch brauche. Aber das Gute an den Ethereals, das war so was Besonderes an dem Season-Thema, war dieser Grind auf diese Items, die nur droppen können. Die man weder umrollen kann, noch Primal machen kann, noch craften kann, die nur droppen können. Sodass der Drop von dem Ethereal immer was Besonderes war. Boom, blauer Strahl. Und das haben sie leider so ein bisschen genommen, dadurch, dass man die Dinge jetzt Primal machen kann und auch umrollen kann, nimmt das eigentlich so ein bisschen den gesamten Reiz aus diesem Season-Thema. Ja, es ist halt ein bisschen Power-Creep und sowas und nochmal eine Passive mehr und ganz lustige Effekte so. Aber dieser Loot-Hunt, dieser Grind auf die Ethereals, war das Besondere eigentlich am Ethereal-Season-Thema. Würde mir wünschen, dass, wenn die Ethereals nochmal in die Rotation kommt, dass sie das vielleicht nachschauen und bearbeiten, dass man die vielleicht nicht Primal machen kann und nicht umrollen kann. Dass auch die Effekte nochmal überarbeitet werden, dass mit die auch in Gescheit rollen sozusagen.
Ist ein bisschen schade, weil es dadurch den Flair ein bisschen nimmt. Aber ich habe eine gute Waffe jetzt. Darüber bin ich natürlich glücklich. Road to 150 beginnt. Aber das wollte ich euch halt nur mitteilen. Ein kleines Update zu den Ethereals geben. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet in den Videokommentaren. Und wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.